Die Astralplage. Einige Wochen später. これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうか。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけが命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなことは分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。めえ、やめなよ。全部わかってんだよ。全部だったら腹くくれ、この大バカ野郎。あ、ノクト、ほっとけ。What the hell is happening? Warum so bitchfight? Why? Oh Mann, es ist so kacki. Entschuldigung, aber ich bin ein bisschen traurig, immer noch wegen Luna. Ich weiß, viele sagen von wegen, sie war jetzt ja wirklich kaum im Spiel, das stimmt natürlich auch. Aber in Kingsglaive hatte sie halt eine große Rolle und hier ist es halt irgendwie auch allein schon für Noctis so tragisch. Na, noch einen geliebten Menschen zu verlieren, und ich verstehe halt auch nicht, was Square sich dabei gedacht hat, oder halt die Entwickler allgemein, sie einfach so wegzukillen, ohne halt wirklich die Beziehung zwischen den beiden aufzubauen, sondern halt wirklich so zu sagen, oh, sie treffen sich jetzt nach den ganzen Jahren wieder und wir killen sie einfach so zwischendurch. Das ist halt ein bisschen blöd, und ich finde halt immer mehr, dass es sehr, sehr große Storylücken einfach aufweist und man zwar viele Nebenquests hat tatsächlich, aber so der Fokus auf die Main-Story überhaupt nicht mehr gelegen ist. Das finde ich echt schade. Man findet echt, oder es, je weiter das Spiel fortschreitet, desto weniger kümmern die sich irgendwie um die Story, habe ich so persönlich das Gefühl. Und das finde ich sehr schade. Es wird ja auch gesagt, dass Cutscenes und Maps und was weiß ich noch alles per DLC kommen sollen, weil die ja selbst zugeben, dass das Spiel nicht fertig ist. Und jetzt ist das Spiel, glaube ich, auch nicht mehr linear. Nicht falsch rum. Es ist nicht mehr Open World, sondern linear, was auch sehr schade ist. Das wollen sie dann aber vielleicht auch noch erweitern und größer patchen, weil sie es einfach nicht fertig bekommen haben. Was habt ihr 10 Jahre gemacht? Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht schon, ne? Und hier jetzt auch wieder eine Lücke. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Ignis auf einmal blind ist. Was da jetzt vorgefallen ist in Altishia, während wir Leviathan verdroschen haben und Luna verloren haben. Was zwar eine sehr schöne emotionale Szene war, aber meiner Meinung nach total unsinnig. Weil einfach sie abgeschlachtet wurde, sobald sie ins Spiel kam und halt überhaupt gar nichts um Luna herum aufgebaut wurde. Sie wurde halt vorher so als Charakter angepriesen und dann halt einfach aufgekillt, so, ach, hier, weg damit. Das ist halt, I don't know, ich
Ich will es nicht zugeben, aber mich enttäuscht das Spiel leider immer mehr. Ja, und warum sie jetzt alle sich gegenseitig haten, warum Noctis nicht mehr mit Ignis redet. Ich kann zwar verstehen, dass er halt emotional mitgenommen ist. Klar, er hat erst seinen Papi verloren und jetzt halt noch Luna, die mir auch sehr viel bedeutet hat, auch wenn man es hier im Spiel nicht gesehen hat. Großer. Aber keine Ahnung, was da plötzlich los ist. I don't know. Aber gut, bis zur Ankunft in Kalanika kann Noctis sich frei im Zug bewegen, erkunde die Abteile nach Belieben. Ich hätte es eigentlich lieber, wenn wir halt wirklich noch mehr Open World hier jetzt hätten, weil ich habe gehört, dass man jetzt halt wirklich auf die Maps ja nur noch linear laufen kann. Also wir können uns nicht mehr kurz umgucken, das ist sehr schade. Weil es war halt auch ein großes Aspekt mit dem Spiel, ne? But yes. Okay, hier sind wir irgendwo. Niflheim. Ah, okay. Wir wollen also nach Niflheim. Genau, und auch Tenebrae zum Beispiel. Man kann nicht nach Tenebrae rein. Überhaupt nicht, obwohl das ja vorher auch in dem Trailer angekündigt wurde. Ne? So dieser World-Trailer, wie toll der ja ist und so. Wir können nicht nach Tenebrae. Wir können ja, interagieren. Was ist das denn? Abteilbeleuchtung nicht anfassen. Okay. Ja, und warum jetzt genau wir uns alle haten, ich weiß es nicht. Aber es scheint sehr, sehr warm hier zu sein. Deswegen... Naja, sie ist nicht wirklich groß. Oh, cool. Anders. Kann ich mit euch interagieren? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hingehen muss, in welche Richtung. Die NPCs sagen auch irgendwie gar nichts. Aber ist der jetzt komplett blind oder wie? Ich meine, er hatte auch einen Gehstock, ne? But why? Ich meine, wie bekommt man bitte eine Verletzung nur an den Augen? Da muss ja irgendwas Spezielles vorgefallen sein. Man sieht es halt auch nicht so richtig, ne? Das sieht aus wie Verbrennung oder sowas halt an den Augen. Aber, I don't know, er war doch mit Gladio zusammen, ne? Oder auch mit Prompto, glaube ich. Während wir halt, ja, bei Luna und Arlin waren. Er hat sowas gegen Schwarze hier. Okay, ja, wir können es vorausgucken, aber... I don't know. Es wäre schön zu wissen, wo ich hin muss, in welche Richtung. Ich schaue mich mal um. Interagieren? Oh, da liegt was. Kanagi vermisst Prinz am Leben. Luna ist tot, Leute. Die hat sich aufgelöst. Ja, jetzt sah jedenfalls aus, als ob sie so push aufgelöst hat. Ich glaube nicht, dass sie noch lebt, ganz ehrlich. Wie denn? Ich habe jetzt auch nicht ganze Ahnung, was genau passiert ist mit ihr. Ob sie halt wirklich gestorben ist wegen den Pakten und weil sie halt Noctis auch das Leben gerettet hat mit ihrer Kraft, mit der Heilkraft. Oder ob halt auch die Wunde dazu beigetragen hat von Arlin. Das ist halt auch wieder so eine Storylücke. Man weiß gar nicht genau jetzt, wie es Luna überhaupt erging. Weil angeblich soll sie halt auch so schon geschwächt worden sein durch die ganzen Pakte. Das wurde aber auch nirgendwo erwähnt. Oder ich hab's halt irgendwo verpasst, aber weiß ich nicht. Also ich find's halt echt schade, dass so viele Storylücken noch da sind. Ich hoffe, das wird halt tatsächlich noch gefixt, wie sie es versprechen, weil im Moment ist das Spiel für mich, so leid es mir tut, nicht fertig. Außer sie wollen halt wirklich noch einen zweiten Teil machen oder was. Aber das wird dann halt nach 10 Jahren auch schon ein bisschen abgespackt, ne? Aber naja, wir kennen das ja schon aus Final Fantasy 10 oder 13 2. Da wurden ja auch gerne Charaktere gekillt und im zweiten Teil kamen sie wieder. Also, who knows? Okay, Luna, Freya, Nox, Flori, Kanagi und Prinzessin des einzigen Königreichs Tenebrae wird seit der Anrufung Leviathans in Altishia vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie den Zorn der Wassergötter nicht überlebt hat. Auch ihr Verlobter, Prinz Noctis Lucius Kylum, wurde von den Fluten mitgerissen und schwer verletzt. Er wachte jedoch wie durch ein Wunder aus seinem Koma und ist nun auf dem besten Weg zur Genesung. Aber hat Ignis nicht auch gemeint, Luna hat sich überlebt? Das heißt, irgendwie müssen wir ja wissen, dass Luna es nicht geschafft hat, außer halt durch diesen Hashtag, Traum. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich denke mal eher eine Vision, ne? Die wir hatten, damit sie nochmal alles Kaubi sich verabschieden konnte von Noctis. Hallo, hier war gerade nichts. Da.
Der Baum der Casinogrube. Woher stammt der riesige Baum, der auf einmal an der Casinogrube gewachsen ist? Noch immer rätseln Wissenschaftler, die es zu dem schnellen Wachstum gekommen konnte. Experten vermuten jedoch, dass er zwischen dem botanischen Wunder, dem Erwachen und Tod der Götter einen Zusammenhang bestehen könnte. Es ist sehr schlecht, wenn eure Nase ein bisschen verstopft ist und ihr Schleim so in den Hals geht und ihr nicht sprechen könnt. Wer fährt übrigens freiwillig nach Niflheim? Mal ehrlich jetzt. Arschloch. Sag mal nicht so eine kleine Pussy, wir haben unsere Verlobte verloren, nicht du. Okay, sonst ist hier aber nicht viel. Hätte ich vielleicht doch erstmal die andere Seite erkunden sollen. Hier kann ich nicht rein, okay. Oh. Hallo Zug. Ist auf jeden Fall sehr wüstenhaft hier. In Niflheim. Wir werden natürlich auch nochmal nach Altishia zurückgehen. Wir haben ja eine Möglichkeit durch Umbra. Es ging jetzt halt doch schneller als erwartet, dass wir da jetzt weg sind. Und ich habe ja auch den Season Pass und es ist ja bald auch dieser Karneval. In Altishia, dann glaube ich, ist das auch. Bin ich mal sehr gespannt. Also falls ich das Let's Play bis dahin durchhaben sollte, es kommt jetzt, glaube ich, nächste Woche raus. Ich bin mir gar nicht sicher. Dann werde ich natürlich nachträglich nochmal ein Part raushauen. Und die DLCs mache ich natürlich auch noch, ne? Also, keine Sorge. Das kommt schon noch. Hallo, kann ich hier was bestellen oder so? Gar nicht. Das Radio anmachen? Auch nicht. Ich fühle mich ja jetzt schon voll nicht mehr Open World. Ich fühle mich jetzt schon eingeschränkt. Ich möchte auch noch Tenebrae. Tenebrae sah halt so cool aus. Da finde ich es ein bisschen blöd, dass man jetzt sagt... Achso, es war das... Dass man jetzt nicht nach Tenebrae kann. Das ist voll blöd. Weil so haben wir ja wirklich nur irgendwie Lestalum und Altishia bislang gehabt. Wahrscheinlich kann man deswegen jetzt auch nicht nochmal nach Altishia, außer halt in die Vergangenheit und nee. Was? Ja, das ist ja jetzt ganz geil gemacht, Spiel. Noch linearer geht's wohl nicht, oder? Ich darf dich ja mehr zu Ende hören und mich zu Ende erkunden. What the fuck, ernsthaft? Ja, toll. Außer planmäßig. Ich war noch nicht fertig da drinne. Ich möchte gern... Nein, ich will, da war noch was. Na gut, kannst in der echten Dings auch nicht einfach so aussteigen, ne? Aber es ärgert mich gerade ein bisschen. Ach, fuck da. Wo sind die anderen? Leute, hasst ihr mich jetzt wirklich? Ich habe meine Verlobte verloren. Seid doch mal ein bisschen netter zu mir. Ey. Ist hier irgendwas? Nö, ich dachte, es sah so aus, als ob ich das einmal drücken kann. Ja, jedenfalls blöd. Ich habe mich jetzt ja echt schon beeilt, ne? Aber ich konnte mich irgendwie gar nicht überall umgucken. Oder weil ich ja die ganzen Zeitungen gelesen habe, aber... Hä? Kann ich hier jetzt trotzdem noch... Das ist aber nicht der gleiche Zug, oder? Nee, okay. Hi. Ich hole mir erstmal meine Ortsinfos ab. Nicht sehr viel. Gefahrenzone eingehört, okay. Dinnerplatte. Komm. Alle hassen mich, ich gönne mir erstmal was zu essen.
Essen macht alles besser. Ich frag mich jetzt nur, kann Ignis jetzt auch nicht mehr kochen? Die wichtigste Frage einfach. Nee, das ist jetzt hier. Kann ich jetzt nochmal reinhören, please? レイブス将軍は討伐作戦の席を問われ、処刑されると発表しました。レイブス将軍、巨人式の襲撃事件後に将軍へ就任。巨神討伐作戦を指揮したのは、リスク国内の治安回復に努め、しかし水神討伐作戦では帝国軍の飛空艇を含む多数の兵器と兵を失い、大きな損害が生じました。アクルド政府は儀式後に起きた大災害を水神の怒りとして伝え残したいと説明しました。ああ、オッケー、ヒカムンが今変な。ご無事だったことについて、アコルド政府は大変嬉しく思っています。災害は非常に大きなものでした。町の立て直しには時間がかかるでしょう。ですが、被害がこの程度で済んだのはお二人の助けがあったからだということを忘れてはなりません。カメリア首相はその他に依然として行方不明である Luna Freena Samano Sosa. Hallo, hatet ihr mich jetzt echt jetzt, ihr Säcke? Hallo? Ich habe euch doch gar nichts getan. Also denke ich mal. I don't know. Ich weiß ja nicht, was hier passiert ist in der Woche. Aber ich scheine jetzt nicht gerade sehr freundlich davon zu sprechen zu sein. Also cool aussehen tut's hier schon, ne? Ich habe halt nur Angst, dass wir uns hier tatsächlich nicht groß umschauen können. Ah, hier ist Pronto. Vielleicht mag der mich ja wenigstens noch. Pronto. Elevator de orita saki. Kozan nan datte. Ohaka tte sono saki nano kana? Futari wa shokudou ni itta yo. Are? Reissha hotel tte iun datte. Ich glaube, der kann nicht mehr für mich kochen. Ich will aber echt wissen, was mit dem passiert ist. Irasshai. Daishita shina wa nai kedo, nan demo katte o iki. Ach, du hast eine Verbrauchstücher. Okay. Gibt's hier welche mal neue Waffen irgendwie? Gab's in Altishia Waffen? Ich glaube nicht, ne? Außer ich hab's halt nicht gesehen. Kann halt auch sein. Oh, das ist schwächer als die, die ich hab. Donnerkeil. Oh, die kann ich ihm einmal mitnehmen. Gladio hat die schon, wie es aussieht. Drachenlanze. Eisspeer. Auch gut. Delta durch. Sieben durch. Ja. Pronto, nehme ich auch mit. Mein schönes Geld geht gerade dahin. Das war schon, das ist schlecht. Na gut, aber wenigstens ein bisschen Neues mal geholt. Falsch. Dann kommst du hier noch hin. Mitzke habe ich noch. Neues Schild habe ich auch nicht, ne? Oder? Doch, das aber. Das ist auch nicht so toll. Ich müsste auch mal nach den Accessoires gucken, aber irgendwie glaube ich, die ich habe, ganz gut. Will ich noch irgendwas als Nebenwaffe? Ich schaue nochmal. Ich habe ja noch ein bisschen was zum Verkaufen. Gibt dann halt leider nur noch nicht mehr so viel. Sorry. Achso, das ist ausgerüstet. Okay. Sorry. Ich
könnte halt auch mal andere Waffen für ihn austesten, aber ich bin eigentlich mit denen immer ganz zufrieden, die ich habe. Na gut, aber das ist eher LP-Maximum plus 200. Noctis hat gerade plus 500. Aligodore, das hat auch einer von denen. Also eigentlich habe ich halt schon recht gute Sachen, ne? Gut, wo komme ich denn jetzt hier? Hallo Herr Obi, alles klar? Oh, das sieht halt schon cool aus, ne? Als ob hier alles brennt. Das ist deprimierend so ein bisschen, ne? Okay, wir sollen in den Steinbruch und wir sollen eine Königswaffe suchen, wo uns immer noch viele fehlen. Oh, was willst du denn? Ich dachte, du magst mich nicht mehr. Warum sollte ich ihn zurücklassen? Also, ich weiß es natürlich nicht. Außer er will nicht. Ich habe Angst. Okay. War das jetzt richtig? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann ihn jetzt ja auch nicht so behandeln von wegen, nö, du bist blind, du musst zurückbleiben. I don't know, wie schlimm das jetzt ist. Sieht da halt echt gar nichts mehr? Und warum? Square, was sind die Storylücken hier? Ist einfach viel zu viel ungeklärt in diesem Spiel. Aber... Kastino-Grube. Oh, okay. Laut Kurs sich tief in der Königsgrab befinden. Juhu. Das heißt, wir brauchen Königsgrab. Königswaffe. Also, beides, you know. Sind ja auch noch ein paar... Wunders. Anzenni, naka heireru kana? Kono atari no yajuu to wa najimi mo nai. Moshi tatakau nara, kii o tsuke yo. Ah, wakatta. Oh, Nina. Ignis läuft aufgrund seiner Augenverletzung langsamer. Nimm etwas Rücksicht auf ihn und lauf nicht zu schnell. Ernsthaft jetzt? Die lasse ihn einfach mit einem Stückchen rumrennen? Das ist echt schon hart, Leute. Das ist echt hart, ne? Hier ist nichts, okay. Vor allem verheilt das jetzt gar nicht mehr? I don't know. Wie gesagt, es ist ja einfach gar nicht erklärt worden, was überhaupt passiert ist. Bei Luna ja auch nicht wirklich. Es sind einfach viel zu viele Story-Lücken dabei, wo man nichts weiß. Bitte nicht aus Versehen runterfahren. Ey! Vielleicht hätte ich ihn doch zurücklassen sollen. Aber ich wollte halt nicht fies sein. Ich verstehe das nicht. Bitte erklärt doch mal ein bisschen was. Warum erklärt ihr nichts in diesem Spiel? Ich wollte ihn jetzt halt auch nicht zurücklassen und sagen, nö, du bist jetzt blind, ich will dich nicht mehr dabei haben. I don't know. Es ist halt blöd, dass wir gerade im Dunkeln gehen. Und ihr seht hier auch schon, das ist auf jeden Fall schon ziemlich vorgegeben, wo ich lang muss. Alles klar? Kommst du hinterher? Oh, ich hoffe, es wird ihm wieder besser gehen. Ich weiß, wie gesagt, ja nicht, wie schlimm es ist oder was genau passiert ist. Ich hier lang? Soll ich hier lang? Soll ich auf die andere Seite? Ich bin mir gar nicht sicher. Achtung, Wasser. Ah, da ist Feuer. Ah, kann ich natürlich nicht an. Super, dann komme ich hier nicht lang? Aber da geht's doch. Da ist doch. Aber. Ja, zum Thema Open World. Weg. Alles futsch. Komme ich nicht lang, okay. Das ist ein Steinignis.
gut, dann gehe ich halt unten lang. Sind hier kleine Glühwürmchen? Voll süß. Okay. Da muss ich hin. Aber wie ich auf die andere Seite komme, weiß ich nicht. Nee, ist nur eine Lampe. So, ich nehme mich mit. Hey, Osama. Usirono Hayasa ni kyo kubare yo. Usse, wakatteri. Was denn? Noch langsam. Was soll ich denn noch machen? Soll ich schleichen? Gnadio ist voll die Zicke. Soll ich dich vielleicht noch auf den Arm nehmen? Also selbst der Blinde beschwert sich weniger. Just saying. Jetzt dahin oder muss ich, also ist auf jeden Fall angelegt, aber hier geht es halt auch noch lang, ne? Ach, Gladio ist ja derjenige, der lahm ist. Mal kurz, ob hier noch irgendwas rumliegt, bevor ich da jetzt in die Mitte gehe. Wenn ich denn darf. Was war das? Okay, hier ist irgendwie alles ganz anders. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin, wo ich hin soll. Weil sonst renne ich hier, glaube ich, eine Stunde hin und her. Das sieht doch ein bisschen größer aus, als es ist, ne? Gehe ich da auf den Rückweg da lang. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo ich vom Weg hin geführt werde und wo nicht. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Fail. Lass es. Wer blitzt sich hier eigentlich? Bin ich das? Voll klug, wer blitzt sich hier? Hallo? Ich glaube, das bin ich, oder? Ich kann nicht mehr sammeln mit Fitness. Okay, das ist schlecht. Er kann nicht mehr sammeln? Okay. Macht er überhaupt im Kampf was? Ich habe das gar nicht gesehen. Ich hätte ihn vielleicht doch sorgen lassen sollen. Danakai. Achso, das sind wir tatsächlich. Hatte ich nicht aber auch irgendwem? Achso, ihm hab ich. Ja. Ah, schon. Oi, Ignis ni atar daro ga. Jodan demo yurusane zo. Warakatta. Das wollte ich nicht, mein Gott. Heul doch nicht so rum, ey. Als ob das meine Schuld ist. Ich war nicht da. Du warst da. Du hättest vielleicht mal auf ihn aufpassen sollen. Hallo? Interagieren? Warum wird mir mal... Da. Der Steuerpult scheint intakt, doch die Sturmquelle ist verrostet. Klar, warum auch nicht. Oh, alles klar.
Aber ich denke mal, dann wird er auch wieder irgendwann sehen können, oder? Weil sonst könnte er jetzt ja gar nicht mehr kämpfen. Also, I don't know. Ignis, Ashimoto. Oh. Ich verstehe das nicht so ganz. Ist hier was? Nee. Wo ist denn hier die Eisquelle? Komm ich hier hoch? Nee. Nee. Ach, da ist er. Gut versteckt, okay. Apropos, was machen meine FPs eigentlich? Ich wollte nicht die Magie mal wieder ein bisschen verbessern. Aber habe ich jetzt auch nicht so viele Magie, dass ich ein bisschen mehr Magie machen kann. So, was haben wir hier? Vielleicht hier zusätzlich 30 Kraftpumpe. Pumpe. Hier kann. Ah, hier können mehr abgesaugt werden. Ich habe nicht genug FP, okay. Alles klar, never mind. So, bin ich hier richtig? Mann, Gladio, renn nicht so vor. Denk mal an deine Kollegen, ey, Alter. Kann ich auch. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich zu fett dafür. Ach, du Hilfe, okay. Was? Hier noch was? Oder warum kann ich hier so runter? Hm. Nö, einfach nur so. Just for fun. Kommt ihr, bitte? Sonst heißt es wieder, ich bin scheiße. Weil ich ja nicht warte. Warum gehen wir eigentlich mitten in der Nacht dahin? Hä? Jetzt habe ich mich wieder verlaufen. Hier war's, ne? Alles gut, hab alles unter Kontrolle. Ich bin manchmal auch ein bisschen blind. Na, Gladio, wartest du wieder nicht? Aber war das nicht kaputt? Hopp, hopp. Hier bin ich. Hier, komm zu Kiri Kiri. Aber das ging noch nicht. Oder vielleicht doch? Sieht nicht sehr gesund aus, was da passiert. Okay. Seht ihr? War gut, dass ich nicht vorher hier rumgerannt bin. Mach ich doch gar nicht! Du nervst mich! Ich
darf ja nicht einmal 3 Meter vorgehen. Und das Gladio rumflennt. Ah, da jetzt kommen wir hier nämlich eh lang. Oh Gott. Okay, hier wahrscheinlich. Geh mal kurz hier hoch, gucken, was hier ist. Massivknochen. Ich glaube, oben geht es dann wahrscheinlich nur wieder zurück, oder? Ich habe ein bisschen Angst, jetzt wieder vorzulaufen, um mal zu gucken. Wahrscheinlich ein Bad End, einfach weil ich Ignis zurücklasse. Hier ist gar nichts. Ach doch, da. Halt die Klappe. Mega Potion. Wenn ihr jetzt so schnell ist, dann warte doch einfach mal. Oh mein Gott, ich komme doch schon wieder zurück. Siehst du? Tach. Falsch. Mensch, mir da. Soll ich dich vielleicht ans Händchen nehmen? Das könnte ich gerne auch noch machen. Okay. Hallo, Leute. Kommt ihr? Okay. Er ist genauso schnell wie ich, wisst ihr, aber ich bin die Böse. Ja. Hallo, jemand da? Schon wieder da, war gar nicht weg. Das ist aber hässlich. Macht er wirklich nichts? Also, beziehungsweise kann er wirklich nichts machen? Da bin ich mir jetzt nämlich nicht ganz so sicher. Da komme ich nicht hin. Jetzt? Da oben, okay. Aber da liegt auch noch was. Megatrank. Seht ihr, gut, dass ich mich wenigstens ein bisschen umschaue. Tränke sind ja doch sehr nützlich, weil richtig heilen gibt es jetzt ja nicht. Also ich wüsste jedenfalls nicht, wie man Vita macht. Was war das gerade?
so, wahrscheinlich wegen der Übernachtung. Ja, ich bin schon wieder voll. Was mache ich denn hier schon wieder heute? Meine Güte, Kiri, Kiri. Lützka ist ja eigentlich immer ganz gut zu haben. Warte, Blitzka? Hä? Warum habe ich Blitzka? Hatte ich nicht Blitzra nur gemacht? Oder bin ich schon wieder blöd? Verwechsel ich das schon wieder? Ich weiß es nicht. Ich hatte doch eigentlich noch gar keinen Blitzka, oder? Wo ich doch dann gesagt habe, wie kann ich das machen? Vor allem habe ich Blitzka. Na gut. Der Baba. Zutaten. Ja gut, damit kann man Vita machen. Aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Man kann halt nicht nur Vita machen irgendwie. Oh, Heilung Stufe 99. Ich bin mir nicht sicher. Hebe ich hier vielleicht nochmal auf. Ah, wir können ja auch EP mal wieder machen, genau. Stufe 16. Was ist mein Inventar? Oh Gott. Kiri, please. Man muss den Bein mal ausruhen. Ich meine, es ist mitten in der Nacht. Es ist ein Scheißwetter. Und Ignis möchte sich ja auch eine Pause haben, ne? Und dann können wir kurz speichern. Und cutten, glaube ich. Ja, 49 Minuten, das ist in Ordnung. Dann kann ich das doch in Ruhe rendern. Ich hatte ja gesagt, so 40 Minuten werden es erstmal werden, damit ich halt auch gut rendern kann, ne? So, wollen wir es einmal ausruhen, auch wenn sich hier alle hassen gegenseitig. Ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Das Ignis sich auch ein bisschen ausruhen kann. Bin jetzt gespannt. Kann ich es auch kochen? Ich kann nicht mehr kochen, ne? Musik bleibt creepy. Oh. Es tut mir schon leid, Fegnis, nur man weiß halt gar nicht, was passiert ist. Und das ist ein bisschen doof. Und warum sieht das Bild so creepy rot aus? Warum habe ich immer noch den gleichen Ton und keiner sagt was? Und warum kann ich nicht kochen? Oh, ich kann doch kochen. Ich kann nicht kochen. Es gibt Fertigfraß. Aber gut, dass ich noch Cup-Nudeln habe. Vielleicht geht es der Gladiator mal ein bisschen besser. Vielleicht ist er nicht mehr ganz so eine Diva dann. Ich meine, bei Ignis würde es ja verstehen, obwohl wir ja, wie gesagt, nichts dafür können. Wir waren ja gar nicht dabei. Wir wissen gar nicht, was passiert ist. I don't know. Es erklärt mir ja keiner. Jedenfalls sind die gerade alle nicht so glücklich. Was mich irgendwie auch gar nicht wundert. Ja, toll, erstmal den Blinden fotografieren, ey. Voll fies. Ich glaube, das Wetter bleibt scheiße. Ich habe ja auch nicht mehr einen Schokobo hier. Ja, mina iko. Ignis, daijoubu? Ah, daijoubu. Na gut, dann würde ich sagen, breaken wir hier kurz. Und dann schauen wir am nächsten Mal, dass wir die Königswaffe vielleicht holen. I don't know. Let's see. Und ja, danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao.